Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen bei Schoki Banuki Daily. Jetzt habe ich dich überrascht, oder? Ja, hallo deine zusammen. Deine tägliche Dosis Angeberwissen. Wir sind jetzt beim 18. Januar. Und was war am 18. Januar? Am 18. Januar hat jemand Geburtstag. Lass uns mal nachschauen. Da hat doch irgendeiner Geburtstag. Ja. Und natürlich, Fußballfans wissen natürlich, wen ich hier hinter mir habe. Ja. Pep Guardiola hat heute Geburtstag und zwar genau am 18. Januar 1971 ist er geboren worden. 71, ja? Ist 3 Jahre älter als ich. 3 Jahre älter als du, ja. Hat aber schon wahrscheinlich ein bisschen mehr Fußball gespielt in seinem Leben als du. Du hast ja 25 Jahre, hast du ihm erzählt auf dem Buckel, ne? 25 Jahre hat der Sascha Fußball gespielt. Ja, der hat bestimmt ein paar Trainingseinheiten mehr, kann sein. Aber Pep Guardiola hat zum Beispiel bei Barcelona mitgespielt, ja, war Trainer von Bayern München und was hat er noch gemacht? Ehemaliger Fußballspieler natürlich in der Nationalmannschaft von 1992 bis 2001. Also ich denke schon, er hat ein, zwei mehr. Komm, ist ja auch egal. Ist ja auch egal, ne? Am 18. Januar. Geboren in Spanien übrigens. So. Ja. Natürlich, wo sonst? Barcelona. Barcelona. Ja. Am 18. Januar 1969 ist die erste Sendung ZDF Hitparade erschienen. Dieter Thomas Heck, genau. Sie sieht ganz schön aus wie so ein Spacken jetzt, mal ohne Scheiß. Wenn du den heute siehst, also wenn du den in seiner Hochphase gesehen hast, war er ja ein gestandener Mann, aber da ist er voller Spacken, oder? Ja, ich glaube aber das Problem ist halt einfach, weil er auch zu dem Zeitpunkt war ja auch so, waren auch so die Beatniks in Deutschland auch so ein bisschen aktiv. Was für ein Ding? Beatniks, also die Beatmusik, so Beatles und das ist so der Style, und die Stones oder und so. Naja, ich meine, manchmal sind die ja auch so ein bisschen da reingedrückt worden. Ne? Du willst zum Fernsehen, ja, okay. Ach so, dann mach mal hier, wir haben hier so eine Hitparade, die kannst du mal moderieren. Ne? War vielleicht auch nicht immer so der Traumruf, ich will es niemandem unterstellen. Ne? Also, naja, er sieht für mich aus wie ein verkleideter Beatnik auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, Hitparade war cool, war Kult. Habe ich immer geguckt. Wirklich jetzt. Nicht immer, aber ich habe es schon. Und da war ja immer der, dreimal dabei, nicht mehr wieder wählen. Kennst du es noch? Genau, ja. Nicht mehr wieder wählen. Zack. Und da wurden immer noch unten die Autogrammadressen eingeblendet. Ja, genau. Und man konnte teilweise wirklich gucken, wo die Leute wohnen. Und das fand das faszinierend. Wollen wir es nicht machen, dass wir deine Autogrammadresse jetzt mir... Hast du eine Autogrammadresse? Natürlich habe ich eine Autogrammadresse. Ja. Eine Autogrammadresse von Mark Hagenbeck. Dann blenden wir jetzt mal ein. Da. Ihr findet mich übrigens auch auf Facebook unter Mentalist Hagenbeck. Und da gibt es einige tolle Sachen zu entdecken. Ja, edit mich und liked mich. Haben wir noch ein drittes Thema eigentlich? Gib mir ein Like. 18. Januar. Achso, wir waren... Ja. 18. Januar, was haben wir noch? 18. Januar, da haben wir noch ein Bild. Ah! Was ist denn da? Ah, Smog. Smog-Alarm, oder was? 1985 wurde in der Bundesrepublik zum ersten Mal Smog-Alarm der Stufe 3 ausgelöst. Ah, okay. Also, Freunde der Nacht, wir sind kurz davor, diesen Planeten zum Platzen zu bringen. Ich hoffe, das ist jedem bewusst. Ja? Wir sollten uns echt Gedanken machen. Das meine ich jetzt diesmal ausgerechnet wirklich ganz ernst. Das finde ich ausgerechnet mal jetzt ernst. Ja. Dann beenden ist wir. Ist das dein betroffenes Gesicht? Okay. Ja. Dann beenden wir die Sendung jetzt auch wirklich ernst. Ich würde sagen, schaltet morgen wieder rein. Da wird es dann wieder lustiger. Wir sind dann vielleicht wieder für euch da. Wer weiß. Cheerio, Miss Sophie. Machen Sie es gut.